Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Video von mir. Dieses Video heute habt ihr entschieden, denn auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und die Mehrheit war dafür, dass ich mal wieder ein Zeigmal drehe. Ihr habt mir auch ganz, ganz fleißig Sachen und Dinge geschickt, die ich euch zeigen soll. Es ist einiges zusammengekommen. Es könnte eventuell sein, dass ich einen zweiten Teil drehen muss. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, ich kann somit heute eure Wünsche erfüllen und ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, wir legen direkt mit dem ersten los. Mein Handy habe ich wieder hier liegen, damit ich auch alles sehen kann, was ihr sehen wollt. Und das erste war, Jasmin, zeig mal dein Lieblingsoutfit. Ich habe es sogar extra an heute. Also ich meine, ihr seht es schon, ne? Der Faden zieht sich einfach durch schwarz. Ich liebe schwarz. Das wird sich auch nicht ändern, wenn ich irgendwann komplett schlank bin, wenn ich das irgendwann überhaupt schaffen sollte. Schwarz ist einfach meine Farbe. Das fängt beim Haarreifen an und endet bei der Unterwäsche. Es ist halt einfach so. Ja, genau. Also als erstes diese Weste. Ist alles ganz neu, findet ihr in meinem letzten Video. Da habe ich euch auch alle Teile gezeigt, angezogen gezeigt, ich habe euch alles verlinkt und so weiter. Genau, diese Weste, das ist so im Fledermaus-Style, finde ich mega cool. Ich liebe sowas, ja, gell? Und hier an den Armen ist es aber richtig schön geschnitten und dieses Jäckchen ist auch relativ dünn. Also man kann das immer so einfach mal drüber ziehen, auch jetzt dann im Frühling anstatt eine Jacke. Und jetzt muss ich, glaube ich, die Kamera anders stellen, damit ihr das auch sehen könnt. Ne? Schon hat das ja alles so keinen Wert. An habe ich eine stinknormale schwarze Leggings und dieses Oberteil, wartet mal, irgendwie funzt das immer noch nicht so richtig. Dieses Top, ich finde das echt süß, das ist eigentlich ganz schlicht. Hier oben ein bisschen enger, unten geht es weiter auseinander und dann ist hier Spitze und ich liebe Spitze. Ja, ihr kennt mich ja. Und das ist so mein aktuelles Lieblingsoutfit. So, weiter geht's. Jasmin, zeig mal die Lieblings-Apps von kleinen Sophiechen. Ich habe tatsächlich ein paar Apps auf meinem Handy für, wenn wir unterwegs sind, längere Autofahrten machen, dann bekommt sie immer mein Handy. Und da habe ich sogar einen ganzen Ordner, nämlich drauf. Das kann ich euch gerne mal zeigen. Dazu hole ich euch aber ein bisschen näher ran. Ja, hier habe ich einen ganzen Ordner auf meinem Handy, wo die Lieblings-Apps von der Sophie drin sind. Da haben wir dann einmal hier Magic Tiles, Togolino, Kikaninchen, MyTonis, Sofa-Tutor. Und das ist momentan so, ja, die absolute Lieblings-App von meiner Kleinen. Ich habe die euch ja letztens schon gezeigt. Sophie liebt Sofa-Tutor. Da habe ich jetzt gerade erste Klasse eingetragen. Aber bei Sofa-Tutor kann man auch mehrere Accounts anlegen. Also der Jannis hat da nämlich im Moment auch seinen Account, wo er immer Fleisch am Lernen ist. Und hier seht ihr es ja schon, man kann sich auch als Mutter oder Vater oder Oma, Opa, was auch immer, einloggen und sich die Lernfortschritte von dem Kind ansehen. Also ich finde das echt eine ganz, ganz tolle App, ne? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe es, dass mein Kind Sofa-Tutor liebt, weil was gibt es denn Schöneres, als wenn das Kind Spaß am Lernen hat? Ich finde, sobald da so ein gewisser Druck dahinter steht, haben sie oftmals schon keinen Bock mehr und da kommen die Kinder freiwillig auf mich zu, darf ich an den PC oder darf ich dein Handy haben, um ein bisschen zu lernen? Ich meine, was will man eigentlich mehr als Mutter, ne? Ich hoffe, das bleibt natürlich auch so, wenn sie dann bald in die Schule kommt. Und ja, falls jetzt der ein oder andere neu dazugestoßen ist auf diesen Kanal, erkläre ich es gerne nochmal. Denn wir nutzen Sofa-Tutor jetzt schon weit über ein halbes Jahr lang. Also wir haben das sehr ausgiebig für euch getestet und ich stehe einfach zu 100% hinter Sofa-Tutor. Ihr findet da alle Lernfächer, alle Schulfächer von der 1. bis zur 13. Klasse. Und ihr habt da tausende von speziellen Lernvideos. Also wirklich zu jedem Thema gibt es mehrere Lernvideos. Doch was sind denn diese ganzen Zeichen? Das sind alles Zahlen. Aber was sind Zahlen eigentlich? Und gerade für die Kleinsten, das ist halt noch so spielerisch aufgebaut, sodass sie sogar Spaß halt haben, ne, sich das anzugucken und dieses ganze Wissen halt aufzusaugen. Was ich halt auch ganz toll finde an Sofa-Tutor ist, dass ich mich jederzeit, das habt ihr ja eben auch gesehen, ich kann mich jederzeit als Mama einloggen und kann mir die Lernfortschritte von meinem Kind ansehen. Ich kann sehen, was mein Kind gemacht hat. Und ja, dann, wenn wir schon bei den Vorteilen sind, ich finde es halt auch ganz toll, das Ganze ist 24/7 ist das halt einfach abrufbar. Nicht so wie bei einer klassischen Lernhilfe jetzt zum Beispiel. Da zahlt man ja meistens an die 20 Euro die Stunde, hat aber nur ein Fach abgedeckt. Hier habe ich halt alle Fächer in einem. Wisst ihr, was ich meine? Und wie gesagt, gerade durch diese speziellen Lernvideos
das kommt halt einfach extrem gut bei meinen Kindern an, gell? Am Anfang wurde ich immer gefragt, ja, und wie kann ich denn das lernen? Mittlerweile muss ich gar nicht mal sagen, ja, guck's dir doch an, du hast es doch hier direkt. Sondern sie machen es halt einfach automatisch, ne? Und die Lernfortschritte von meinen Kindern, die sind halt echt krass. Ich finde das, ihr merkt schon, ich bin nach wie vor ultra zufrieden. Ich bin so froh, dass wir auf Sofa-Tutor gestoßen sind. Und ich würde es euch gerne wirklich ans Herz legen, dass ihr es auch mal austestet. Ihr könnt das Ganze 30 Tage kostenlos testen mit meinem Rabattlink. Und anschließend spart ihr sogar 60% auf die Lernpakete. Das ist wirklich ganz enorm viel, was man da sparen kann. Und ja, testet es einfach. Ne? Ich habe, wie gesagt, einen Rabattlink für euch. Den findet ihr entweder unten in der Infobox oder ihr findet den auch nochmal in den Kommentaren angepinnt. So könnt ihr den ganz einfach finden. Ja, was ich auch übrigens noch gut finde, seht ihr, ich habe eben kurz einen Faden verloren. Was ich auch mega finde bei Sofa-Tutor ist halt einfach dieser Hausaufgaben-Chat. Wenn meine Kinder noch offene Fragen haben sollten, da können sie halt auch jederzeit in den Chat die Fragen stellen und bekommen auch sehr, sehr schnell eine Antwort. Weil ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt von mir ausgehe, gerade der Große, der ist jetzt mittlerweile in der 8. Klasse. Ich bin manchmal wirklich überfordert, weil die machen Themen, das gab es bei uns damals irgendwie gar nicht. Und ja, da bin ich halt schon wirklich sehr froh drum, ne, dass es diesen Chat halt auch gibt. Und ja, wie gesagt, testet es einfach mal aus mit meinem Rabattlink. 30 Tage kostenlos, 60% sparen, was schon echt einiges ist. Und ja, wie gesagt, wir lieben es. So, weiter geht es. Ich suche mir wieder eure Fragen raus. So, Jasmin, zeig mal deinen Kühlschrank. Ja, das habe ich ganz, ganz oft gelesen. Und dann würde ich sagen, wir wandern einfach mal in die Küche. So, da stehen wir dann auch schon vor dem guten Stück, unser Kühlschrank. Warum finden andere Leute immer anderer Manns Kühlschränke so interessant? Das ist Wahnsinn, gell? So, dann schauen wir einfach mal rein. Ich hoffe, ihr erkennt alles. Wenn nicht, ich kann euch ja mal ein Stückchen näher holen hier. So, also, wir haben hier auch ganz klassisch unser Gemüsefach. Da befindet sich derzeit Weißkohl, Zwiebeln, Zucchini, Gurke, Karotten, Paprika drin. Hier unten haben wir immer Käse, Wurst, Fleisch. Genau, da ist jetzt gerade auch nur Gyros noch drin und ein paar Päckchen geriebene Käse. Erdbeeren, die übrigens echt eklig schmecken. Die Sophie hat gestern gesagt, Mama, ich kann die nicht essen, die schmecken nach Keller. Und ich dachte noch, sowas erzählt. Nee, geht gar nicht. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit den ganzen Erdbeeren machen soll, weil ich habe ja eine ganze Kiste gekauft. Ja, und wir lieben eigentlich Erdbeeren, das wisst ihr. Genau, hier habe ich dann Rucola noch, Eisbergsalat, den ich gestern schon angeschnitten habe. Warum bleibt diese Kühlschranktür nicht auf? Sag mal. Eier, Buttermilch brauche ich für Maiskrautsalat. Hier haben wir dann so Sachen wie Butter, Marmelade, manchmal auch Aufschnitt, im Moment gerade nicht. Und hier oben, seht ihr das gar nicht, gell? zack, so, hier oben habe ich dann Quark, Skier, Proteinpuddings, Pudding, Joghurt für die Kinder. Dann machen wir mal hier in der Kühlschranktür weiter. Da habe ich dann hier unten, da stehen auch noch meine Medikamente, mein Asthma-Spray, Milch, Ketchup, Mayo, Creme zum Kochen, saure Sahne, saure Gurken, noch mehr Eier, was haben wir da, Creme Leger, noch mehr Quark, Käse, Schmelzkäse, Königer Frischkäse, Senf, ja, und Asthma-Sprays. Genau, das war der Kühlschrank. Ihr seht es, ich bin ein Stückchen gewandert, denn was ich auch ganz oft gelesen habe, Jasmin, zeig mal deine Chaos-Schublade. Und da habe ich dann erst überlegt, welche denn? Ich habe nämlich zwei. Ja, genau. Also eine befindet sich hier unten. Ich schiebe euch mal ein bisschen runter. Das ist, glaube ich, so die ganz klassische Tupper-Schublade. Die, glaube ich, so jeder besitzt. Ne? Die räume ich am laufenden Band auf, aber sie sieht halt immer wieder durcheinander aus. Wobei ich sagen muss, ich bin ehrlich, jetzt gerade geht's, jetzt sieht's gut aus. Dann gehe ich einfach mal weiter mit euch an die nächste Schublade. Die befindet sich hier unter dem Kochfeld. Und die ist halt auch schon echt arg. Die räume ich echt so oft auf, aber es wird eigentlich immer alles reingeschmissen. Da habe ich Auflaufformen, die Müllbeutel, Alufolie, Frischhaltefolie, was man halt so braucht. Die ganzen Sachen für die Küchenmaschine, eine Backform, die hier eigentlich auch wieder nicht reingehört.
Ja, also es hält sich jetzt gerade, hält sich das Chaos, ich muss euch mal anders drehen, ich stehe hier wie so ein Idiot, gell? Jetzt gerade hält sich das Chaos in Grenzen, aber auch nur, weil ich letztens die ganze Küche ausgeräumt, ausgeputzt und wieder aufgeräumt habe. Nur deshalb, ne? Aber ich kenne diese extremen Chaos-Schubladen nur zu gut von uns. So, weiter geht es. Dann hatten wir noch, Jasmin, zeig mal deinen Vorratsschrank. Und ich muss sagen, ich habe ja eigentlich nie so wirklich viele Vorräte. Der befindet sich aber hier. Ich muss nur gucken, dass ihr natürlich auch alles richtig seht. Ne? Das würde ja schon Sinn machen hier. So geht's, glaube ich. Genau. Also, das hier ist unser Vorratsschrank. Hier oben haben wir Haferflocken, Grieß, Zucker, Mehl, Puderzucker. Da in den Boxen. Ja, ich habe alles ganz akribisch in Boxen gepackt. Hier habe ich meinen Bohnenkaffee. Backzutaten, hier so Dekorationen für Torten, Kuchen, was auch immer. Und hier quasi sind dann die eigentlichen Vorräte, aber wie gesagt, es ist nicht viel. Ich hoffe, ihr seht's. Wenn nicht, wartet mal. Doch noch mal ein bisschen umstellen hier. Ja, hier ist halt so ein bisschen Dosenkram, Sachen aus dem Glas, wie jetzt Bohnen, Champignons, Rotkraut, passierte Tomaten, Thunfisch. Ja, all solche Dinge halt. Und dann haben wir hier Schmelzflocken, ganz viel Tee, Kaffee, Marmelade, Nutella. Da habe ich dann auch in so Boxen immer so die Snacks für die Lunchboxen zum Beispiel drinnen. Und was auch gefragt wurde oder gesagt wurde, Jasmin, zeig mal deine Changi-Flavors. Und ich habe eigentlich nicht so eine große, so ein großer Vorrat. Ich habe von Moa das Salted Karamell. Dann habe ich vom Rossmann das Flavorpuder Milchschokolade und Chunks. Dann habe ich ebenfalls vom Rossmann, das habe ich bis heute nicht getestet, weiße Schokolade und Chunks. Und dann habe ich hier noch von Rewe gefunden, Flavor Drops Nuss Nougat, schmeckt aber leider so gar nicht. Und dann habe ich noch hier so Probepakete, was mir letztens ein Fräuleinchen geschickt hat. Ne? Das sind auch verschiedene Sorten. Peanut Butter, Vanilla Dream, Milchschokolade, Mango Maracuja, nochmal Schoko Peanut Karamell und eins meiner Lieblinge, oder zwei meiner Lieblinge derzeit, ihr seht ja, ist ja auch schon angebrochen, Strawberry Ice Cream. Oh, das schmeckt original wie Fruchtzwerge. Also wenn ihr da euch in den Quark macht, wie Fruchtzwerg. Viele sagen, die sind zu süß, aber ich mache da einfach ein bisschen weniger davon rein, wie ich normalerweise mache. Also für mich passt. Und dann absoluter Favorite hier, White Choco Kokos. Oh mein Gott, ich habe euch ja schon ein paar Mal das Raffaello Dessert abgefilmt. Das schmeckt im Quark original genauso und hat halt einfach fast keine Kalorien. Ne? Ja, richtig geil. So, und dann geht es hier unten noch weiter. Ja, mit Kakao, Speisestärke. Dann habe ich so einzelne Pakete, ne? Puddings, Salatkräuter, andere Kräuter, Suppen. Und da hinten habe ich dann noch die Snacks vom Max sind da auch drin. Und das war unser Vorratsschrank. So, jetzt muss ich erst nochmal aufs Handy gucken, was ihr sehen wollt. Ach nee, ich weiß, was ihr sehen wollt. Ja, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Ich habe ganz lange damit gewartet, diese Frage zu beantworten. Ihr dürft gespannt sein. Ja, die Frage aller Fragen. Jasmin, zeig mal dein Gewicht. Und ich dachte heute, jetzt nehme ich meinen Mut zusammen und sag's euch. Ich habe euch ja bei Instagram schon mal schätzen lassen. Teilweise dachte ich, what? Wie schwer habt ihr mich geschätzt? Und teilweise dachte ich, wie krass, wie leicht ihr mich gerade schätzt. Also ich habe gesagt, schätzt mal, was ihr denkt, was ich gewogen habe und was ich jetzt wiege. Und ganz viele haben mich so gute 10 Kilo, 12 Kilo leichter gemacht. Das ist ja schon mal gut für mein Gefühl. Leider lagen diese Personen aber natürlich auch falsch. Also Trommelwirbel, Frage aller Fragen, was wiegt Jasmin? Aber vorab möchte ich noch eins dazu sagen, ja. Ich finde, das Gewicht ist eigentlich von jedem Menschen scheißegal. Der Charakter ist ja das, was eigentlich zählt. Ich kenne leider viele schlanke Personen, da kannst du den Charakter in die Mülltonne kippen. Und ich kenne Personen, die wiegen 180 Kilo und das sind furchtbar geile Menschen. Ne? Also es ist nur eine blöde Zahl. So, also,
Mittlerweile habe ich 32,1 Kilo abgenommen. Ich weiß, es ist schon eine Zeit her, dass ich euch gesagt habe, ich habe die 30 Kilo geknackt. Ich hatte Phasen, da habe ich dann mehr abgenommen. Dann habe ich gar nichts abgenommen. Dann habe ich sogar 2 Kilo ohne ersichtlichen Grund wieder zugenommen. Also es ist, seit ich die 30 Kilo erreicht habe, wirklich dauerhaft ein Auf und ein Ab. Also, ich hatte tatsächlich knapp 140 Kilo auf der Waage. Krasser Scheiß, oder? Jetzt mal ernsthaft. 140 Kilo. Das jetzt erstmal genau. Und ich glaube, ihr könnt ja alle ganz gut rechnen. Ne? Ein bisschen über 32 Kilo runterrechnen. Ich bin derzeit auf 107 irgendwas. Das schwankt so heftig. Im Moment schwankt es zwischen mir, so bei mir zwischen 107 und 109. Irgendwo so in diesem Ding. Genau, das ist mein aktuelles Gewicht. Heute Morgen waren es 107,9, gestern waren es 107,4. Also es ist, deshalb sollte man sich eigentlich nur einmal die Woche wiegen, was ich eigentlich auch die ganze Zeit gemacht habe. Ist ein bisschen besser. Genau, so, jetzt ist dieses Geheimnis endlich bezüglich meines Gewichtes gelüftet. Und, aber wie gesagt, ich fand es ganz toll, weil viele haben gesagt, ey, du hast doch jetzt gar nicht mehr viel zum Abnehmen, du wiegst doch jetzt nur noch... Manche haben gesagt 85, manche 95. Ja, ist ja schön, dass ich so leicht geschätzt werde. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, ich habe schwere Knochen. Mein Wohlfühlgewicht, glaube ich, müsste so wirklich so 80 Kilo sein. Weil als ich das erste Mal schwanger wurde, hatte ich 72 Kilo und da war ich so krass abgemagert. Das will ich überhaupt nicht. Wisst ihr, ich finde es eigentlich schön, wenn Frauen Rundungen haben, ne, wenn noch ein bisschen was dran ist. Deshalb so 80, vielleicht 85 Kilo. Und ihr seht, ich habe noch ein bisschen was vor mir, ja. Genau. So, machen wir weiter. Sorry, dauert immer kurz. Ich muss es ja erst wieder rausmachen. Und ihr spammt mich gerade so krass zu auf Instagram mit Nachrichten, weil ich heute Morgen so ein bisschen Real Talk betrieben habe, als mir echt dreckig ging. Mir ging es so psychisch so krass schlecht. Jetzt gerade, wo ich das Video drehe, ich weiß nicht, ich mache die Kamera an und hey, mir geht's so gut. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber die Realität sieht irgendwie anders aus, ne? Keine Ahnung. Ach so, wir müssen doch nochmal in die Küche. Jasmin, zeig mal eure Lunchboxen und Zubehör. Ihr sagt's, ich mach's. Let's go. Die Lunchboxen befinden sich hier bei uns in dieser unteren Schublade. Aber ich muss auch dazu sagen, die beste Lunchbox, die wir haben, die ist gerade unterwegs, weil die Kleine ist im Kindergarten. Also, wir haben einmal diese hier, mit der war ich eigentlich ultra zufrieden. Aber irgendwann hat die Sophie die einfach nicht mehr richtig zubekommen, weil die sich schon verändert hat mit der Zeit. Und ihr seht, die hat sich auch verfärbt und so, ne? Die nutzen wir eigentlich nur noch so, ja, im absoluten Notfall. Dann habe ich hier so eine ganz günstige, ich glaube 2,99 mal bei Pix rausgekauft. Die hier ist auch noch neu. Die nutzt der Janis meistens. Meistens aber auch nicht, weil er einfach nichts will in der Schule. Die Björgi Lunchbox, da hat man nämlich ein großes Fach und zwei solcher kleine Fächer. Kleine Fächer, genau. Die finde ich eigentlich ganz gut, die ist praktisch. Dann haben wir die, die hatte der Christian früher mal genutzt. Ja, es sind halt zwei solche große Fächer. Hier haben wir dann ganz viele solcher Piekser, ne, diese klassischen Food-Piekser. Und da haben wir dann so, ja, verschiedene Ausstecher, Eierformer. Das macht dann so eine Form mit dem Ei, finde ich irgendwie voll cool. Und den Wellenschneider. Ja, wie gesagt, ganz viele Aussteller und Food-Piekser. Das ist unsere Lunchboxen-Sammlung. Zwei Sachen kann ich euch leider nicht zeigen, die ihr sehen wolltet. Das war zum ersten, zeig mal deine Bücher und DVD-Sammlung. Von DVDs haben wir uns vor ganz, ganz vielen Jahren schon getrennt, weil wir schon ewig keinen DVD-Player mehr haben, ne, in Zeiten von Netflix und Co. Und genau, und Bücher, da, die hatte ich letztens alle abgegeben ans Krankenhaus. Genau, also die existieren hier leider auch nicht mehr. Und dann war noch mit, zeig uns mal einen Raum, den wir noch nie gesehen haben. Die gibt's nicht. Ihr kennt mittlerweile echt alles. Ich habe euch ja auch Roomtouren abgedreht. Klar, es hat sich mal mit der Zeit was verändert. Ihr wisst, ich räume gerne. Aber so im Großen und Ganzen gibt es derzeit keinen Raum, den ihr nicht kennt. Ja, ist halt so. Genau. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz ins Handy gucken, was ihr noch alles Schönes sehen wollt. Jasmin, zeig mal deine Rezeptebücher. Da habe ich jetzt auch nicht so viel, weil ich bin halt einfach so ein typisches Chefkochkind. Da suche ich mir meistens alles raus und habe da dann so meine Ordner mit den Gerichten. Aber so ein paar habe ich schon von Just Spices. Dieses 100 Nudelrezepte. Guck mal, da klebt sogar ein Essensrest drauf. Oh Gott, ist das peinlich, ey. Dann habe ich das Kochbuch von unserer französischen Küchenmaschine. Die Lidl-Küchenmaschine.
Dann habe ich noch eins, die italienische Küche, köstlich und lecker. Das ist schon ein ganz altes Buch, aber da sind echt tolle Rezepte drinnen. Dann habe ich ebenfalls von der Liebe Küchenmaschine All-in-One Rezepte, genau. Dann die 100 berühmtesten Rezepte der Welt. Und dieses Buch wird ganz, ganz oft gefeiert, weil das so unglaublich alt ist. Und da stehen halt aber trotzdem noch richtig gute Rezepte drin. Fondue, genau, Fondue, Crêpe Suzette, Borscht. Also da ist wirklich aus aller Welt was drin für jeden. Und dann habe ich noch das große Nicer Dicer Rezeptbuch. Auch das mag ich ultra gerne. Da habe ich echt schon vieles draus gemacht. Yes, und jetzt müssen wir runterwandern, denn ihr wollt meinen Kleiderschrankinhalt sehen. So, dank ein paar Kooperationen reicht mir mittlerweile einen Kleiderschrank nicht mehr. Aus dem Grund habe ich mir dann irgendwann bei Amazon diese Kleiderstange bestellt, damit ich da halt auch noch einiges aufhängen kann. Und hier hängen eigentlich so meine kompletten Sommerkleidchen. Das hier hängt falsch, weil ihr seht es vielleicht, ich versuche das Ganze natürlich auch ein bisschen farblich zu sortieren. Ich hole euch mal hier ran. Schon ein bisschen bekloppt, gell? Aber so hat halt jeder so sein Ding, ne? Ja, also hier, ne, ihr seht, schwarz dominiert nach wie vor. Ich habe echt so viele Kleidchen mittlerweile. 9, 10, 11, 12 alleine, 12 schwarze Kleidchen. Und wir waren ja noch nicht am Kleiderschrank, ne? Genau, blau. Es ist von allem was dabei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was mich bei diesem Kleid hier geritten hat, weil mittlerweile, ich finde es furchtbar hässlich. Ich weiß auch nicht, ich fand das so schön und irgendwie finde ich das mittlerweile ganz furchtbar. Keine Ahnung. Ja, dann ein Kleid, was ich eigentlich ganz gut fand, was mir von Anfang an zu groß war. Jetzt versaufe ich komplett drin, ist das hier. Aber ich habe das eigentlich echt gut gefunden. Ja, naja, so ist es. Genau, so ein bisschen rosa habe ich auch. Aber ihr wisst, ja, schwarz dominiert halt einfach, ne? Das ist klar. So, machen wir weiter im Kleiderschrank. Also ich habe dann hier, na, bin hier komplett ausgezogen. Und ich muss euch ein bisschen anders stellen. Da unten spitzelt schon raus der Schulranzen von der Sophie. Den wolltet ihr auch sehen, da passt doch. Da haben wir uns für einen Scout Alpha, Alpha heißt er glaube ich ja, haben wir uns entschieden. Finden wir ganz gut. Hier ist der Schulranzen. So. Hier unten habe ich meine Nachthemden, Schlafanzüge und so weiter. Das hier sind dann so meine Shirts. Das sind schon ein paar. Na, ja, ihr wisst ja, ich liebe halt meine Kooperationen mit Shein. Da kann ich nicht drüber rumreden. Ne? Genau, also Shirts und so weiter. Und hier oben habe ich meine ganzen Pullover. Yes, dann da unten. Moment, ihr seht es gar nicht. Da unten befindet sich meine Unterwäsche, Socken und so. Also meine Unterwäsche, ich zeige euch ja echt viel. Ich lasse euch an allem teilhaben, aber irgendwo ist halt auch mal Feierabend, gell? So, dann geht es hier weiter. Ein bisschen Chaos in dem Schrank, aber ey, für mehr Realität. Ich habe es halt nicht vorher aufgeräumt, ne? Also hier oben habe ich, seht ihr gar nicht, meine Jeanshosen und ja, ich habe ein paar. Es sieht hier jetzt gar nicht so viel aus, aber es sind 24 Jeans. Wer braucht 24 Jeans? Vor allem, ich bin eigentlich so ein klassischer Leggings-Träger, ne? So, hier habe ich dann so ein paar Jacken, die ich jetzt aktuell halt nicht anziehe. Strickwesten, ihr wisst, mag ich auch sehr gern, habe ich ganz viel an. Und hier sind dann noch so, ja, Winterkleider. Da hängt noch das Faschingskostüm von der Sophie. Guckt mal, das war auch ganz süß. Das haben wir beim TK Maxx geholt. So diese kleinen Blumenfee, Blumenprinzessin. Das ist echt goldig und das Ding ist sogar LED beleuchtet. Das sah echt süß aus in Fasching. Ja, genau, dann halt meine Arbeitskleidung. Und da unten habe ich noch so ein paar Ordner, ja, die ich so eigentlich nie brauche. Und deshalb habe ich sie hier unten gelagert. Genau, das war mein Kleiderschrank. Jasmin, zeig mal deine Schminksammlung. Und die Schminksammlung, muss ich euch sagen, das ist echt ultra viel. Ich hoffe, ich finde das Video noch, da verlinke ich es euch gerne. Ich habe die euch mal abgedreht. Ich glaube, das Video war eine Dreiviertelstunde lang, weil es halt echt einiges ist. Deshalb, ich zeige es euch hier nur schnell im Schnelldurchlauf. Und wenn ihr wirklich alles sehen wollt, dann guckt euch unbedingt das Video an. So, also wie gesagt, nur absoluter Schnelldurchlauf. Ein paar Make-ups habe ich natürlich. Ja, Kajal, Eyeliner, was man so braucht. Meine Pinsel, Mascara, wo ich immer die gleiche benutze. Hier sind meine Lippenstifte. Hier Concealer und auch noch Lippenstift, der eigentlich darüber gehört. Genau, Primer, bisschen Nagellack, Puder. Was habe ich noch? Highlighter, Blush, so ein Kram ist hier drin.
ein Spiegel. Und da habe ich dann ja auch noch sehr, sehr viele mehr Make-ups und Primer, die ich langsam echt mal aufbrauchen sollte. Aber manche sind schon wirklich lange auf. Jetzt kommen meine Schätzchen, meine Palettensammlung. Guckt mal, Sophie hat mir da auch wieder was reingelegt, sehe ich jetzt erst. Genau, Paletten, Paletten. Ich liebe einfach Paletten. Genau, und ich glaube, da habe ich auch noch... Seht ihr, da habe ich schon ganz lange nicht mehr reingeguckt. Also da tummelt sich auch komisch Zeug. Rasierer, noch mehr Spielzeug von der Sophie. Und auf jeden Fall noch, ja, viele Paletten mehr. Was ist das? Kompaktpuder, seht ihr? Wusste ich nicht mal, dass ich das besitze. Oh Gott. Ja, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, so Schminky-Minky, das war eine Zeit lang echt meine große Leidenschaft. Ich habe die Paletten gesammelt. Ich liebe es einfach. Ja, auch wenn ich die Paletten, die benutze ich ehrlich gesagt nicht täglich. Habe ich früher gemacht, mittlerweile nicht mehr. Aber ich kann mich auch nicht davon trennen. Ich finde die echt toll, ja. Ich will jetzt das Video an dieser Stelle beenden. Ich weiß, es sind auch einige Sachen offen, die ich euch zeigen muss. Aber ich will nicht jedes Mal ein halbes Stundenvideo raushauen, weil das gucken sich halt auch nur die wenigsten, ja, wirklich bis zum Schluss an. Genau, das... ich speichere mir auf jeden Fall alles, was ihr sehen wolltet und würde es dann einfach in einem anderen Video nach und nach einbauen. Oder ich drehe euch einfach nochmal ein separates, zeigt mir mal ein Video, wenn ihr das möchtet. Dann lasst mich das doch gerne wissen, also hier unten in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich natürlich auch wie immer über euer Däumchen nach oben. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns ganz bald wieder zum neuen Video. Bis dann, ihr Lieben. Ciao!